Kapitel 7 – Die fünfdimensionale Tür. Madame Dorothea's Apartment hatte in etwa den gleichen Grundriss wie die Wohnung von Clary und ihrer Mutter, doch ihre Räume waren völlig anders eingerichtet. In der Diele duftete es nach Weihrauch und überall hingen Perlenvorhänge und Astrologieposter. Eines davon zeigte die Sternbilder der Tierkreiszeichen, ein anderes erklärte die chinesischen Magiesymbole und auf einem dritten war eine Hand mit ausgestreckten Fingern abgebildet, mit genauen Erklärungen zu jeder Linie der Handfläche. Darüber standen die lateinischen Worte in manibus fortuna. In einem schmalen Regal entlang der Wand neben der Tür stapelten sich unzählige Bücher. Einer der Vorhänge raschelte leise, dann tauchte Madame Dorotheas Kopf zwischen den Perlen auf. »Interesse an Chiromantie?« fragte sie, als sie Clarys Kopf bemerkte. »Oder einfach nur neugierig?« »Keins von beiden«, erwiderte Clary. »Können Sie wirklich wahrsagen?« Meine Mutter hatte eine große Gabe. Sie konnte die Zukunft eines Menschen in seiner Hand lesen oder in den Blättern auf den Boden seiner Teetasse. Einige ihrer Tricks hat sie mir beigebracht. Dann wandte sie sich Jace zu und musterte ihn eingehend. Wo wir gerade von Tee sprechen, junger Mann. Lust auf eine Tasse? Was? Fragte Jace verwirrt. Tee. Ich habe festgestellt, dass er nicht nur den Magen beruhigt, sondern auch den Geist schärft. Ein wunderbares Getränk. Ich hätte gerne eine Tasse, sagte Clary, der plötzlich bewusst wurde, wie lange sie nichts mehr gegessen oder getrunken hatte. Sie fühlte sich, als sei seit dem Aufstehen pures Adrenalin durch ihre Adern pulsiert. Jace gab nach. »Okay, solange es kein Earl Grey ist«, meinte er und rümpfte seine schlanke Nase. »Ich hasse Bergamott.« Madame Dorothea lachte gackernd und verschwand wieder hinter dem Perlenvorhang, der sich durch ihre Berührung sanft bewegte. Clary sah Jace an und zuckte eine Augenbraue hoch. »Du hast Bergamott?« Jace stand inzwischen vor dem Bücherregal und sah sich die Titel an. »Hast du damit ein Problem?« »Ich glaube, du bist der einzige Junge in meinem Alter, der überhaupt weiß, was Bergamott ist. Ganz zu schweigen davon, dass man Earl Grey Tee damit aromatisiert.« »Tja«, meinte Jace gönnerhaft, »ich bin auch nicht wie andere Jungs in meinem Alter. Abgesehen davon«, fügte er hinzu, während er sich ein Buch aus dem Regal nahm, »besuchen wir im Institut Kurse über die wichtigsten Anwendungszwecke von Heilpflanzen. Die Teilnahme ist obligatorisch.« »Und ich dachte, mir hättet nur solche Kurse wie Abschlachten für Anfänger oder Einführung ins Enthaupten.« Jace blätterte eine Seite um. »Sehr witzig, Frey.« Clary, die sich bis dahin das Handelsposter angeschaut hatte, wirbelte herum. »Nenn mich nicht so.« Überrascht schaute er sie an. »Warum nicht? Das ist doch dein Nachname, oder?« Simons Bild erschien vor ihrem inneren Auge. Simon, das letzte Mal hatte sie ihn gesehen, wie er ihr nachstarrte, wenn sie fluchtartig das Java Jones verließ. Sie wandte sich wieder dem Poster zu und schloss kurz die Augen. Nur so. »Verstehe«, meinte Jason. Seine Stimme konnte sie entnehmen, dass er sie besser verstand, als ihr lieb war. Dann hörte sie, wie er das Buch zurück ins Regal stellte. »Das hier muss der Mist sein, mit dem sie die Mandys beeindruckt«, sagte er angewidert. »Kein einziges nur ernstzunehmendes Buch dabei.« »Nur weil das nicht deine Art von Magie ist«, setzte Clary aufgebracht an. Wütend unterbrach er sie. »Ich betreibe keine Magie. Schreib dir das hinter die Ohren. Menschliche Wesen sind keine Magienutzer. Das ist Teil ihrer menschlichen Existenz. Hexen und Hexenmeister können nur deshalb Magie bewirken, weil sie Dämonenblut in sich haben.« Clary brauchte einen Moment, um diese Information zu verarbeiten. »Ich habe doch gesehen, wie du Magie benutzt hast. Du trägst verzauberte Waffen.« »Ich verwende magische Gegenstände. Doch um dazu in der Lage zu sein, muss ich regelmäßig hart trainieren. Außerdem schützen mich die Runenmale auf meiner Haut. Wenn du zum Beispiel versuchen wolltest, eine meiner Seraphklingen zu benutzen, würde sie deine Haut verbrennen oder dich möglicherweise sogar töten.« »Und was, wenn ich auch solche Male tragen würde?«, fragte Clary. »Könnte ich sie dann überhaupt benutzen?« »Nein«, sagte Jace knapp. »Die Male sind nur ein Teil des Ganzen. Dazu kommen Tests, schwere Prüfungen, Training aller Art. Vergiss es einfach, okay? Lass meine Klinge in Ruhe. Am besten fasst du ohne meine Erlaubnis überhaupt keine Waffen mehr an.« »Tja, so viel zu meinem Plan, sie alle auf eBay zu verkaufen«, murmelte Clary. »Sie wo zu verkaufen?« Clary schenkte ihm ein mildes Lächeln. »Ein mythischer Ort von großer magischer Kraft.« Jace schaute verwirrt, zuckte dann aber die Achseln. »Die meisten Mythen sind wahr, zumindest zum Kern.« »Das wird mir auch langsam klar.« Der Perlenvorhang raschelte wieder und Madame Dorotheas Kopf tauchte zwischen den Schnüren auf. »Der Tee steht auf dem Tisch«, sagte sie. »Ihr beiden braucht hier nicht so rumzustehen wie zwei Esel. Kommt in den Salon.« »Sie haben einen Salon?«, fragte Clary. »Natürlich«, sagte Madame Dorothea. »Wo sollte ich sonst meine Gäste bewirten?« »Ich gebe nur eben dem Butler meinen Hut«, meinte Jace.
Madame Dorothea warf ihm einen finsteren Blick zu. »Wenn du nur halb so witzig wärst, wie du glaubst, wärst du doppelt so witzig, wie du bist, mein Junge.« Sie verschwand wieder hinter dem Vorhang, wobei ihr lautes Pfff beinahe das Rasseln der Perlen übertönte. Jace runzelte die Stirn. »Ich bin mir nicht sicher, was sie damit sagen wollte.« »Ach nein?« fragte Clary. »Also für mich war das völlig einleuchtend.« Ehe er antworten konnte, war sie schon durch den Perlenvorhang geschlüpft. Im Salon war es so dunkel, dass Clary mehrmals blinzeln musste, um ihre Augen an das Dämmerlicht zu gewöhnen. Schwaches Licht fiel auf zugezogene schwarze Samtvorhänge, welche die gesamte linke Wand bedeckten. Ausgestopfte Vögel und Fledermäuse baumelten an dünnen Fäden von der Decke. Glänzende schwarze Perlen saßen an den Stellen, wo einst ihre Augen gewesen waren. Auf dem Boden lagen fadenscheinige Perserteppiche, aus denen bei jedem Schritt eine Staubwolke stieg. Eine Gruppe wuchtiger rosafarbener Sessel umringte einen niedrigen Tisch, an dessen Ende Clary einen Stapel Tarotkarten erkannte, zusammengehalten von einem Seidenband. Auf der anderen Tischseite thronte eine Kristallkugel auf einem goldenen Ständer und in der Tischmitte stand ein silbernes Teeservice, das die Gäste zu erwarten schien. Auf einem hübschen Tablett stapelten sich Sandwiches, aus einer blauen Teekanne stieg langsam weißer Dampf auf und zwei Teetassen mit passenden Untertassen waren sorgfältig vor zwei dem der Sessel platziert worden. »Wow«, sagte Clary matt, »das sieht toll aus.« Sie ließ sich in einen der Sessel sinken. »Es tat gut, endlich mal wieder zu sitzen.« Dorothea lächelte und in den Augen glitzerte hintergründiger Humor. »Wer möchte Tee?« fragte sie und hob die Kanne an. »Milch, Zucker?« Clary schaute hinüber zu Jace, der neben ihr saß. Er hatte sich das Tablett mit den Sandwiches genommen und betrachtete es eingehend. »Zucker«, sagte sie. Jace zuckte die Achseln, nahm sich ein Sandwich und stellte das Tablett wieder ab. Clary beobachtete ihn misstrauisch, während er hineinbiss. Er zuckte erneut die Achseln. »Gurke«, sagte er und erwiderte den Blick. »Ich war schon immer der Meinung, dass Gurkensandwiches das einzig wahre zum Tee sind«, sagte Madame Dorothea. »Ich hasse Gurken«, erwiderte Jace und reichte Clary den Rest seines Sandwiches. Sie biss hinein. Es war perfekt, mit genau der richtigen Menge Mayonnaise und Pfeffer. Ihr Magen gab ein dankbares Knurren von sich und machte sich gierig über die erste feste Nahrung her, die sie seit den Nachos mit Simon gegessen hatte. »Gurken und Bergamott«, sagte Clary, »was hast du sonst noch, von dem ich unbedingt wissen sollte?« Jace schaute über den Rand seiner Teetasse hinweg, Madame Dorothea an. »Lügen«, sagte er. Ruhig stellte die alte Dame ihre Teekanne ab. »Du kannst mich ruhig eine Lügnerin nennen. Es stimmt, ich bin keine Hexe. Aber meine Mutter war eine.« Jace verschluckte sich fast an einem Tee. »Das ist unmöglich.« »Warum unmöglich?« fragte Clary neugierig und nahm einen Schluck Tee. Er war bitter und stark aromatisiert und hatte einen rauchigen Nachgeschmack. Jace seufzte. »Weil Hexen halb Mensch, halb Dämon sind. Alle Hexen und Hexenmeister sind Mischlinge. Und weil sie Mischlinge sind, können sie keine Kinder bekommen. Sie sind unfruchtbar.« »Wie Maultiere«, meinte Clary nachdenklich, da sie sich an etwas erinnerte, das sie im Biologieunterricht gehört hatte. »Mulis sind unfruchtbare Mischlinge.« »Deine Kenntnis über Nutzvieh sind erstaunlich«, sagte Jace. »Alle Schattenwesen tragen einen Teil Dämonenblut in sich, aber nur Hexenmeister sind direkte Nachfahren von Dämoneneltern. Darum verfügen sie auch über die stärksten Kräfte.« »Und Vampire und Werwölfe, sind sie auch zum Teil Dämonen? Und was ist mit Elben?« »Vampire und Werwölfe sind das Resultat von Krankheiten, die Dämonen aus ihren Heimatwelten eingeschleppt haben. Die meisten Dämonenkrankheiten sind für Menschen tödlich, doch in manchen Fällen verändern sie die Erkrankten auf seltsame Weise, ohne sie zu töten. Und Elben?« »Elben sind gefallene Engel«, sagte Madame Dorothea, »die aus dem Himmel verbannt wurden, weil sie zu stolz waren.« »So sagt die Legende«, meinte Jace. »Andere behaupten, dass es sich bei ihnen um die Nachkommen von Dämonen und Engeln handelt, was ich für wahrscheinlicher halte. Gut und Böse miteinander vermischt. Elben sind so wunderschön, wie Engel es angeblich sind. Doch sie tragen viel Mutwillen und Grausamkeit in sich. Und wie du feststellen wirst, meinen die meisten von ihnen die Mittagssonne.« »Denn das Böse hat keine Macht«, ergänzte Madame Dorothea leise, als zitierte sie ein altes Gedicht. »Außer in der Dunkelheit.« Jace warf ihr einen finsteren Blick zu. »Wie Engel es angeblich sind«, wiederholte Clary. »Willst du damit sagen, dass Engel...« »Genug über Engel«, sagte Madame Dorothea plötzlich grob. »Es stimmt, dass Hexen keine Kinder bekommen können. Meine Mutter hat mich adoptiert, weil sie sicherstellen wollte, dass sich jemand nach ihrem Tod um diesen Ort hier kümmert. Ich selbst muss keine magischen Künste beherrschen. Meine Aufgabe ist es, zu beobachten und zu hüten.«
»Hüten? Was denn?« fragte Clary. »Tja, was eigentlich?« Die alte Dame griff nach dem Tablett, um sich ein Sandwich zu nehmen, doch es war leer. Clary hatte alle aufgegessen. Madame Dorothea lachte leise. »Es tut gut, eine junge Frau zu sehen, die sich mal ordentlich satt isst. Zu meiner Zeit waren alle Mädchen robuste, stämmige Wesen und nicht solche Bohlenstangen wie heute.« »Vielen Dank«, sagte Clary. Sie musste an Isabels schmale Taille denken und kam sich plötzlich unförmig vor. Etwas zu heftig stellte sie die Teetasse ab. Wie ein Raubvogel stürzte Madame Dorothea sich auf die Tasse und starrte aufmerksam hinein. Zwischen ihren bleistiftenden Augenbrauen erschien eine tiefe Falte. »Was ist los?« fragte Clary nervös. »Habe ich die Tasse zerbrochen oder sowas?« »Sie liest seine Teeblätter«, sagte Jace. Er klang gelangweilt, doch auch er beugte sich zusammen mit Clary vor, während Madame Dorothea die Tasse zwischen ihren dicken Fingern hielt und mit finsterer Miene hin und her drehte. »Ist es etwas Schlechtes?« fragte Clary. »Es ist weder gut noch schlecht. Es ist, verwirrend.« Madame Dorothea schaute Jace an. »Gib mir deine Tasse«, befahl sie. Jace wirkte beleidigt. »Aber ich bin noch nicht fertig mit...« Die alte Dame pflückte ihm die Tasse aus der Hand und goss den überschüssigen Tee in die Kanne zurück. Dann starrte sie mit gerunzelter Stirn auf den Bodensatz. »Ich sehe Gewalt in deiner Zukunft. Viel Blut wird vergossen werden, durch dich und durch andere. Du verliebst dich in die falsche Person. Und außerdem hast du einen Feind.« »Nur einen? Das ist ja mal eine gute Nachricht.« Jace lehnte sich im Sessel zurück, während Madame Dorothea seine Teetasse abstellte und erneut nach Clarys Tasse griff. Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann darin nichts erkennen. Die Bilder sind durcheinander gewürfelt, bedeutungslos.« Sie sah Clary an. »Hat man deinen Geist mit einer Blockade versehen?« Clary war verwirrt. »Mit einer was?« »Einer Blockade, einem Zauber, der einen deiner Erinnerungen verbirgt oder dein zweites Gesicht blockiert haben könnte.« Clary schüttelte den Kopf. »Nein, natürlich nicht.« Plötzlich hellhörig geworden, lehnte Jace sich vor. »Nicht so hastig«, sagte er. »Es stimmt, sie hat behauptet, dass sie sich nicht daran erinnern könnte, bis vor ein paar Tagen jemals das zweite Gesicht gehabt zu haben. Vielleicht...« »Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Spätentwickler«, fauchte Clary. »Und hör auf, so anzüglich zu grinsen, nur weil ich das gesagt habe.« Jace gab sich unschuldig. »War nicht meine Absicht.« »Ich hab's aber deutlich gesehen.« »Mag sein«, gab Jace zu. »Aber das bedeutet nicht, dass ich Unrecht habe. Irgendwas blockiert deine Erinnerungen, da bin ich mir ziemlich sicher.« »Also gut, lasst uns etwas anderes versuchen.« Madame Dorothea stellte die Tasse ab und griff nach den mit Seidenband umwickelten Tarotkarten. Sie fächerte die Karten auf und hielt sie Clary hin. »Lass deine Hand langsam darüber gleiten, bis du eine Karte berührst, die dich heiß oder kalt anfühlt. Oder die in deinen Fingern zu kleben scheint. Dann zieh sie heraus und zeig sie mir.« Gehorsam fuhr Clary mit der ausgestreckten Hand über die Karten. Sie fühlten sich kühl an und ein wenig glatt, aber keine von ihnen kam ihr besonders heiß oder kalt vor und keine blieb an ihren Fingern kleben. Schließlich pickte sie aufs Geratewohl eine heraus und hielt sie hoch. »Das Ass der Kelche«, sagte Madame Dorothea. Sie klang verwirrt. »Die Karte der Liebe.« Clary drehte die Karte um und betrachtete sie. Sie lag schwer in ihrer Hand, denn das Bild auf der Vorderseite war mit echter Ölfarbe bemalt worden. Es zeigte eine Hand, die einen Kelch in die Höhe hielt. Im Hintergrund erkannte man eine strahlenförmige Sonne, in Goldfarbe gemalt. Auch der Kelch leuchtete golden. Er war mit einem Muster aus kleineren Sonnen verziert und mit Rubinen besetzt. Der Malstil des Bildes war ihr so vertraut wie ihr eigener Atem. »Das ist eine gute Karte, richtig?« »Nicht unbedingt. Die schrecklichsten Dinge, zu denen Menschen fähig sind, tun sie im Namen der Liebe«, sagt Madame Dorothea mit leuchtenden Augen. »Aber es ist eine mächtige Karte. Was sagt sie dir?« »Dass meine Mutter sie schon mal gemalt hat«, erwiderte Clary und legte die Karte auf den Tisch. »Das stimmt doch, oder?« Madame Dorothea nickte zufrieden. »Sie hat das ganze Spiel gemalt. Ein Geschenk für mich.« »Das behaupten Sie.« Mit kaltem Blick stand Jace auf. »Wie gut kannten Sie Clarys Mutter?« Clary verdrehte ihren Hals, um zu ihm aufschauen zu können. »Jace, du musst nicht...« Dorothea lehnte sich in ihrem Sessel zurück und ließ die Karten ausgebreitet auf ihrer Brust ruhen. »Jocelyn wusste, was ich bin, und ich wusste, was sie war. Wir haben nicht viel darüber gesprochen. Manchmal hat sie mir einen Gefallen getan, zum Beispiel dieses Kartenspiel für mich gemalt. Und im Gegenzug habe ich sie mit dem neuesten Klatsch aus der Schattenwelt geliefert. Es gab da einen Namen, nachdem ich mich umhören sollte. Und das habe ich auch getan.« Jays Gesicht blieb ausdruckslos. »Und welcher Name war das?«
Valentine. Clary setzte sich ruckartig auf ihren Sessel auf. Aber das... Sie sagen, Sie wussten, was Jocelyn war. Aber was meinen Sie damit? Was war sie? Fragte Jace. Jocelyn war, was sie war, antwortete Madame Dorothea. Aber in ihrer Vergangenheit war sie so wie du. Eine Schattenjägerin, ein Mitglied des Rats. Nein, flüsterte Clary. Madame Dorothea betrachtete sie mit traurigen, fast schon gütigen Augen. Aber es ist die Wahrheit. Sie entschloss sich dazu, ganz bewusst in diesem Haus zu leben, weil es eine Zufluchtsstätte ist, sagte Jace zu Madame Dorothea. Nicht wahr? Ihre Mutter, die Hexe, war eine Hüterin. Sie schuf diesen Raum, versteckt, geschützt. Ein perfekter Platz für Schattenwesen auf der Flucht, die sich verbergen müssen. Und genau das tun sie auch, oder? Sie verstecken Verbrecher hier. So würdest du es nennen, sagte Madame Dorothea. Du kennst das Motto der Bündnisse. Dura lex sed lex, erwiderte Jace automatisch. Das Gesetz ist hart, aber es ist das Gesetz. Dura lex sed lex. Manchmal ist das Gesetz zu hart. Ich weiß, dass der Rat mich meiner Mutter weggenommen hätte, wenn es ihnen möglich gewesen wäre. Deiner Meinung nach soll ich also zulassen, dass sie das auch anderen antun? Oh, eine Philanthropin. Jace verzog verächtlich das Gesicht. Wahrscheinlich soll ich ihnen jetzt auch noch glauben, dass die Schattenwesen hier Zuflucht gewähren, ohne sich dafür fürstlich bezahlen zu lassen. Madame Dorothea grinste so breit, dass ihre goldenen Backenzähne aufblitzten. Nicht jeder kann so wie du auf sein blendendes Aussehen vertrauen. Jace schien die Schmeichelei kalt zu lassen. Ich sollte dem Rat erzählen, dass sie... Das darfst du nicht, Clary war aufgesprungen. Du hast es versprochen. Ich habe nichts versprochen, erwiderte Jace aufsässig. Er hob sich, schlenderte hinüber zur Wand und zog einen der Samtvorhänge beiseite. Können Sie mir sagen, was das ist? Fragte er gebieterisch. Das ist eine Tür, Jace, sagte Clary. Es war tatsächlich eine Tür, seltsamerweise genau in der Wand zwischen den beiden Erkerfenstern. Ganz offensichtlich führte diese Tür nirgendwo hin, sonst hätte sie von der Außenseite des Hauses aus zu sehen sein müssen. Anscheinend bestand sie aus einem matt schimmernden Metall, weicher als Messing, aber schwer wie Eisen. Der Türknauf hatte die Form eines Auges. »Sei still«, sagte Jace wütend. »Das ist ein Portal, oder etwa nicht?« »Es ist eine fünfdimensionale Tür«, erwiderte Madame Dorothea und legte die Tarotkarten zurück auf den Tisch. »Wie du vielleicht weißt, verlaufen Dimensionen nicht immer in einer geraden Linie«, fügte sie hinzu, als sie Clarys verständnislosen Blick bemerkte. »Es gibt überall versteckte Senken und Falten und Winkel und Ecken. Wenn man sich nie mit Dimensionstheorie beschäftigt hat, ist das Ganze nur schwer zu verstehen. Aber im Grunde läuft es darauf hinaus, dass diese Tür dich in dieser Dimension an jeden Ort bringen kann, wohin du willst. Es ist ein Schlupfloch«, sagte Jace. Darum wollte deine Mom auch unbedingt hier leben. Auf diese Weise hatte sie immer eine schnelle Fluchtmöglichkeit. »Warum ist sie dann nicht?« setzte Clary an und unterbrach sich, plötzlich entsetzt. »Meinetwegen«, fuhr sie fort, »sie wollte in jener Nacht nicht ohne mich fliehen, also ist sie geblieben.« Jace schüttelte den Kopf. »Das ist nicht deine Schuld.« Wenn dir die Tränen in die Augen stiegen, drängte Clary sich an Jace vorbei in Richtung der Tür. »Ich will sehen, wohin sie hätte gehen können«, sagte sie und umfasste den Türknopf. »Ich will sehen, wohin sie fliehen wollte.« »Clary nicht!« Jace griff nach ihr, doch ihre Finger hatten sich bereits fest um den Knopf geschlossen. Er drehte sich plötzlich unter ihrer Hand und die Tür flog auf, als ob sie aufgestoßen hätte. Mit einem Schrei schnellte Madame Dorothea aus dem Sessel, doch es war bereits zu spät. Noch ehe sie ihren Satz beenden konnte, spürte Clary, wie sie nach vorn geschleudert wurde, hinein in einen endlosen, leeren Raum.